Der Herbst ist rum, draußen ist es winterlich kalt und die ersten Weihnachtsbäume stehen auch schon. Also ist es an der Zeit, dass wir auch hier im Kanal einen Weihnachtscocktail machen. Ich bin ein großer Fan von dem besonders in Nordamerika sehr beliebten Eggnog und den machen wir jetzt in diesem Video. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian, ja, und der Eggnog oder der Ursprung des Eggnogs soll sehr, sehr weit zurückgehen. Angeblich haben schon im Mittelalter die Menschen heiße Milch mit Bier getrunken und das könnte die Grundlage für den Weihnachtsdrink sein, den wir heute machen. Später sollen dann im 13. Jahrhundert Mönche Ei und Früchte hinzugegeben haben, sodass das Ganze eher wie eine Art Punsch wurde. Ja, und im England des 16. Jahrhunderts war in der Oberschicht ein Getränk namens Posset sehr beliebt, was vermutlich eine Weiterentwicklung dieses Mönchsgebräus war und auf Milch, Wein und Gewürzen basierte. Zum Weihnachtsdrink wurde er dann wohl Ende des 19. Jahrhunderts in Nordamerika und hat da dann auch seinen Namen Eggnog bekommen. Wenn er mit Alkohol zubereitet wurde, dann in der Regel mit Rum, denn der war allgemein gut verfügbar. Später sind dann aber auch andere Spirituosen hinzugekommen. Gerne wurde Cognac genommen oder eben auch Bourbon. Auch gibt es verschiedene Varianten in kalt und in heiß. Ich habe mich heute dafür entschieden, eine Einzelportion zu machen, einen kalten Cocktail, und wir werden Rum und Bourbon verwenden. Ja, und dann legen wir los. Wir brauchen unseren Shaker, zunächst mal die Oberseite. Wir brauchen einen Messbecher, einen Jigger und wir beginnen mit Zuckersirup. Davon nehmen wir 1 cl. Von unserem Orangenlikör, einem Curaçao, nehmen wir 1,5 cl. Dann kommt der Overproof Rum dazu. Ich habe hier einen jamaikanischen, weil der besonders intensiv im Aroma ist. Davon nehmen wir 2,5 cl. Und die gleiche Menge kommt von unserem Bourbon dazu. Auch hier habe ich einen Overproof, also einen 50%igen bzw. 50,5%igen Bourbon ausgewählt. Wie gesagt, 2,5 cl auch hiervon. So, jetzt brauchen wir noch ein ganzes Ei. Dafür nehmen wir die Unterseite von unserem Shaker, damit, falls Eistückchen reinfallen, wir die leichter wieder rausbekommen. Also Eierschalenstückchen war natürlich gemeint. Aber das hat wunderbar funktioniert. So, jetzt brauchen wir noch Schlagsahne. Davon nehmen wir 3 cl. Und von unserer Milch nehmen wir 1 cl. Die hilft uns einfach dabei, dass das Ganze ein bisschen fluffiger wird. So, dann gießen wir unsere Spirituosen zu unserer Einmischung. Wir verschließen das Ganze. Und wir brauchen jetzt ungefähr 30 Sekunden Dry Shake, um die Zutaten gut miteinander zu verbinden. Das dürfte gereicht haben. So, jetzt kommt noch ein bisschen Zimt dazu. Eine Zimtstange, die wir ein bisschen in den Shaker reiben. Und wir haben auch noch ein bisschen Muskatnuss für die winterlichen Aromen. Auch davon ein bisschen in den Shaker. Brauchen wir nachher noch als Deko. So, und jetzt kommt ein kleiner bis mittelgroßer Eiswürfel dazu. Mehr brauchen wir hier nicht. Und Lappen brauchen wir vielleicht mal.
Wir werden jetzt mit diesem kleinen Eiswürfel shaken, bis er sich komplett aufgelöst hat. Der kleine Eiswürfel wird uns dabei helfen, das Ganze ein bisschen, nein, das Ganze richtig schaumig zu schlagen, damit ja, das auch das Mundgefühl bekommt, was wir von einem Eggnog eben wollen. Wird natürlich jetzt ein Weilchen dauern, ich schätze mal so 45 Sekunden, bis der Eiswürfel geschmolzen ist. Ich schneide das für euch so, dass ihr nicht die ganze Zeit warten müsst. So, es klackert nichts mehr, es ist eiskalt und ich bin aus der Puste. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir fertig sind. So, dann schnappen wir uns unser Cocktailglas und gießen unseren Eggnog ab. Ja, schön schaumig ist der auf jeden Fall geworden. Passt wie gemalt. So, jetzt kriegt das Ganze noch ein bisschen Deko. Ich sagte ja schon, von der Muskatnuss und vom Zimt treibt man da einfach dann ein bisschen oben drüber. So, und wenn man mag, kann man die Orangennote von unserem Orangenlikör noch ein bisschen mit Orangenschale unterstreichen. Ja, das sollte ausreichen. Ja, und dann habt ihr hier einen, wie ich finde, wunderschönen kalten Rum and Bourbon Eggnog. So, dann wollen wir mal probieren. Wirklich schön, ganz tolles Mundgefühl, cremig, seidig. Wir haben natürlich die beiden Overproof-Spirituosen, die richtig deutlich hervorkommen. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Spiel, der Jamaika-Rum mit dem eher süßen Bourbon, dazu der Orangenlikör im Hintergrund. Die Gewürze, die man mit den Orangenölen gleich beim Trinken in der Nase hat, ergänzen das. Es ist richtig schön weihnachtlich, wie gesagt, für mich sowieso. Der Weihnachtscocktail schlechthin. Gerne wird er auch warm zubereitet, dann in der Regel in größeren Portionen für 4 bis 6 Personen. Das Rezept dazu packe ich euch auf jeden Fall noch in die Beschreibung dieses Videos. Ja, und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Like für das Video, ein Abo des Kanals und eine Aktivierung der Glocke. Denn dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das nächste Video wird auch noch ein Weihnachtscocktail, dann aber nicht mehr mit Milch und Sahne. Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und sage, macht's gut. Tschüss.